Hallo zusammen, heute geht's darum, warum muss ich Panel in Serie oder parallel anschließen? Das ist hier so ein PWM-Regler, und bei uns heißt der China Direct. Den kriegt ihr in zig Ausführungen, bei uns kostet er relativ viel mit 20 Franken. Die kriegt ihr teilweise schon bei, keine Ahnung wo, AliExpress für 5. Und der Regler ist gut für das, was er soll, aber wenn ich hier Panels anschließe, dieses Solarpanel hier, da habe ich ja hinten zwei Kabel und die schließe ich dann hier auf diesen Regler an, Plus und Minus, und dann wird an sich die Zelle mit der Batterie verbunden. Die Zelle passt sich der Batteriespannung an, und wenn wir dann schauen, was für eine, sehen wir auf dem Datenblatt oder auf dem Kleber hinten oder im Katalog, den verlinke ich euch unten drin, der maximum ideale Leistungspunkt der Zelle ist bei 18 Volt. Jetzt wenn ich damit runtergehe auf 12 Volt Batteriespannung, dann arbeitet die Zelle nicht ganz optimal. Spielt keine Rolle, weil ich habe einen günstigen Regler. Und sobald die Zelle voll ist, schaltet der Regler einfach ab. Punkt, fertig. Jetzt wenn ich hier zwei Panels anschließen muss, dann nehme ich zwei so Splitter. Das Panel hier und das zweite Panel auch hier drauf und dann mit der Leitung auf den Regler. Das heißt, ich habe dann zweimal 18 Volt Panel, die drückt es runter auf 12 Volt und dann kann ich damit die doppelten Strom laden. Jetzt habe ich solch einen MPTT-Regler. Dieser MPTT-Regler hat einen Spannungseingang von 12 Volt bis 50 Volt. Das heißt, wenn ich diese zwei Panel in Serie schalte, hintereinander schlaufe und ich brauche keinen Strom, haben die Panels eine Leerlaufspannung von 21 Volt. Also ich habe irgendwo zwischen 42 Volt Leerlaufspannung. Und der ideale Punkt dieser Panels ist bei 18 Volt, also das heißt bei 36 Volt zusammen in Serie. Und dieser Regler misst im Sekundentakt, wo ist der optimale Punkt, lässt die Panels bei 36 Volt laufen und speist dann über dieses Kabel direkt auf die Batterie 12, 14 Volt, je nach Spannung von der Batterie. Und durch das habe ich eingangs vielleicht 7 Ampere, aber 36 Volt. Und hier kommen dann raus, dreimal mehr, 21 Ampere. Also 7 Ampere rein, 21 Ampere raus. Aber dieser Regler kostet viel mehr Geld. Das heißt, wenn ihr jetzt so einen Regler drin habt, kleiner direkt, ihr habt solchen Splitter drin auf zwei Panels. Der Splitter kostet 24, der kostet mehr als der Regler. Dann kostet das schon zusammen 54. Wenn ihr dann noch das Kabel braucht, so ein Kabel kostet im Schnitt um die 20 Franken, 22 Franken, dann kostet das hier, das Kabel, der Splitter und wirklich ein günstiger Regler, 75 Franken. Dieser Regler kostet 80. Und da ist Kabel dabei und den Splitter braucht ihr nicht. Also ist dieser Regler, der 20-30% mehr aus den Panels rausholt, gleich teuer. Dann kommt es dazu, wenn ich düsteres Licht habe, ich habe Nebel oder so eine Abenddämmerung, dann bringen die Panels vielleicht keine 12 Volt mehr. Das heißt, beim PWM-Regler habe ich keine Ladung mehr. Punkt. Wenn diese Panels 10 Volt bringen,
Beim PWM-Regler keine Ladung. Wenn ich aber zwei Panels in Serie schalte, da habe ich statt 10 Volt habe ich 20 Volt. Mit 20 Volt fängt der Regler schon an zu arbeiten. Das heißt, ich habe auch bei düsterem Licht bzw. bei Nebel oder ja, habe ich noch eine gewisse Leistung, wo der PWM-Regler schon lang sagt, ist nichts da, ich kann nichts liefern. Und das aus diesem Grund habe ich bei schlechterem Wetter im Herbst und so weiter, im Frühling, bei langer Dämmerungsphase, schlechtem Sonnenstand, habe ich mit diesem Regler auch noch wesentlich bessere Ausnutzung der Solarpanel wie mit dem PWM-Regler. Ja, das ist der kleine feine Unterschied. Ich verlinke euch unten den Regler im Shop. Ich mache euch hier ein Video nur über den Regler. Aber könnt ihr mir wieder mal da lassen und ich wünsche euch einen schönen Tag.